Diplompsychologin tanzt sich frei. Ich habe auch mal geschaut. Es ist ja ein großer, Oh. ist ja ein großer Spaß, sich von unseren Videos die automatischen Untertitel bei YouTube einblenden zu lassen. Das geht unten in den Videooptionen. Vor allem, dass dir das bei Diplompsychologe eingefallen ist. Ja, weil das habe ich ja auch mal gelesen. Also das hat es richtig erkannt. Das basiert halt auf irgendeiner automatischen Spracherkennung. Das zu 99,9% ist es Mist, aber einzelne Wörter stimmen dann durchaus mal. Ist auf jeden Fall ein großer Spaß, sich das einfach mal zu Gemüte zu führen, was wir da angeblich sagen. Also es ist. Ich glaube auch, das Prozent, was da sehr häufig vorkommt, ist jetzt. Kann das sein? Also es sind irgendwie nach meinem Forschungsstand sind es mehrere Wörter. So Prozent ist zum Beispiel auch, wenn man so M sagt. So M. Aber dass das quasi als Placeholder einfach irgendwo einsetzt, wenn es ein Wort nicht versteht. Ja, echt. Wenn man nur kurz hm macht, so schnell könnte ich gar nicht Prozent sagen. Also. Ja. Es verhält sich etwas seltsam, aber es macht Spaß. Darauf kommt es ja an. Ja. Spiel und Spaß für die ganze Familie. Von mit 8, Fug und Recht. Von 8 bis 88. Aber dann ist auch Schluss. Ja. Danach sollte man sich das nicht antun. Kennst du diesen Witz mit dem alten Mann und seiner jungen Freundin? Nein, ich weiß nicht, worauf du anspielst. Kommt ein 90-Jähriger zum Arzt und erzählt ihm von seiner 18-jährigen Freundin. Der Arzt ganz entsetzt. Spinnen Sie denn? In Ihrem Alter kann jeder Geschlechtsverkehr tödlich sein. Darauf ruft der Alte mal noch, dann stirbt sie halt. Falls wir weibliche Zuschauer haben, was haltet ihr von diesem Witz? Das ist frauenfeindlich! Es ist ein Witz, verdammt nochmal. Ah! und wahr. Aber... Das ist kontroverse. Eine interessante Szene dann. Lala. Rentner tötet Schülerin. Mit gegenseitigem Einverständnis. Du weißt, ich werde dich töten. Ah, mir doch egal. Ich bin fit genug. Ich krieg das hin. Waren ihre letzten Worte. Hm. Famous last words. Huch, ich bin ins Dach gefallen. ja. Famous last words. Huch, ich bin Schnaps. Ins Dach gefallen. Das war sein letztes Wort. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Ist das in dem, kommt das in dem Lied vor? Hm? Nein. Kommt, weil das könnte mich dann schon... ein Krankheitsbild sein. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich ein Korn. Das ist jetzt nicht so gut. Nee. Warum bin ich so fröhlich? Weil du trinkst. ja, warum denn sonst? Warum bin ich so fröhlich? Weil du ein Problem hast. Vor allem glaube ich, bei dieser merkwürdigen Ente, da spielen noch andere Sachen als Alkohol jetzt ins Verhalten rein. Also, Hast du mir nicht das Video geschickt mit dieser Krähe, die aussieht wie Hitler? Ach ja, ja genau, die Hitler-Krähe. ja, da haben die Holländer noch was zu verarbeiten. Scheinbar. Der riecht doch manchmal traurig, ganz abgrundtief. Er riecht so manchmal traurig, so abgrundtief traurig. Tut ihm alles weh. Ja, deswegen so abgrundtief traurig. So, Fundament des Turms steht. Ja. Die Kinderlied-Intros werden auch immer nur von irgendwelchen Eingedeutschten gesungen. Also, ja. Wollte ich jetzt so nicht sagen. Ausländer! Aber so ist es ja mit auch diese. So Bühne, ist es doch! Jetzt sagen wir mal die Wahrheit hier! Ja. Karel Gott! Biene Maja! Freche! Ups. Jetzt bin ich ins Dach gefallen und konnte da oben das Loch nicht mehr zumachen. Das ist traurig. Ah, ich sehe ja schon, da ist ja was gebaut. In der Tat. Und da oben dieser Durchgang, der ist mein Bauloch.
Wo soll das denn hinführen? Das soll nirgends hinführen. Oder wir können Also. da eigentlich einen Balkon machen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Idee, oder? Och ja. Aus der Not eine Tugend machen. Ich baue mir mal kurz einen Aufstieg. Ich mach dir mal kurz ein Baulicht hier, hier sieht man ja gar nichts. Ich sehe was. Ja, dann kommt hier dann aber wahrscheinlich auch eine Ebene hin. Ich mach gerade mal hier 1, 2, 5 Blöcke hin. So. Dann fällst du da auch nicht direkt runter, wenn du durchgehst. Da baut er. Balkon nicht lieber aus Stein? Habe ich auch überlegt, aber. Diese Behelfsmethode mit dem mit der Säule, die hier steht. Ja, ich muss hier wieder hochkommen. Da musste er hochkommen. Ach ja, was noch in den Updates drin stand, er arbeitet gerade auch an einer Methode, dass man, wenn man in Schiffen unterwegs ist, die gerade in Gravitation unterwegs sind, wie wir es zum Beispiel mit unserem Zug machen, dass man dann nicht mehr rausglitscht. Der arbeitet da auch Oh, gerade dran. da viel Spaß, da hätte ich keine Lust, das zu programmieren, weil das dürfte eigentlich nicht so einfach werden. Stelle ich mir vor. Frage. Ja, im Grunde muss man einfach nur sagen, dass die Gravitation da drin quasi nur eingeschränkt gilt. Also ich weiß nicht, wie ihr es Moving macht. Das ist ja. Objects, remove, irgendwas. Ja. Verdammt, ich habe mich verklickt. Er ist so manchmal traurig. Diese Biene, die ich meine, nennt sich meine. Naja. Da bin ich mal gespannt, wie das in Captions übersetzt wird. Vor allem, weil es total verzerrt ist. Ablex. Wieso sagst du aber X-Wähle? Balkon, fertig. Wieso? Du übersteuerst heute gerne dein Mikro, das ist unglaublich. Ich hab's jetzt gerade weiter entfernt. Huch, das sind jetzt zwei Türen. Ja, kannst du so lassen. Symmetry Mode. Das Huch! ist. Da habe ich nicht gebaut. Das Also war die da habe ich andere. nicht gebaut. Muss ich hier mir noch so einen Aufstieg bauen, um den Aufstieg abzubauen? Das ist Hitler, Aufstieg des Bösen. Das ist ein schlechter Hitlerfilm. gibt's gute Hitler-Filme? Der Volksmund sagt, der Untergang ist ein guter. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist nicht das, wo Hitler auf dem Fahrrad durch den Schützengraben fährt? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn ja nicht gesehen. Oh, ja. Was sagt ihr so zum Thema Hitler auf dem Fahrrad? Schreibt mir mal in die Kommentare. Was ist das denn für ein Thema? Ein Schema-Thema. Darf wollen wir ihn nicht erziehen. Nein, nein. Schema, das haben wir nicht so gemeint. Ist das, jetzt hast du oben ja das verbreitert, wo ich gerade fiel. Achso, ja, ich hab das. Ich wollte dir eigentlich helfen, aber du bist durch die Tür gegangen, die du selber gebaut hast. Ich entsprechend also noch nicht da hingehen konnte. Und da hüpft er vor meiner Nase. Ja, das ist mein Job. Ein Nasenhupferl. Was trinken wir denn heute? Erdbeerwasser. Erdbeerwasser. Mit Klassiker. Ä. Erdbeer ohne R. Erdbeer. Erdbeer. Mache ich hier drin jetzt den Innenausbau aus Stein oder Holz? Ist da ein Block? Wieso ist da so ein einzelner Holzblock an der Decke? Da in diesem Plupp, weg ist er. Kronleuchter müssen wir ja auch noch reinhängen. Ah, genau. Aber der muss natürlich tiefer hängen. Und entsprechend müssen wir entscheiden, ob der am Dachboden hängt. Beziehungsweise wie weit der Dachboden eigentlich geht. Das ist Schließt so er die an Frage. bis zu dem Erdbrocken, der hier ist? Wird Sinn machen, oder? Überlege gerade den, also dass man das quasi hier so ein bisschen absenkt, dass man quasi
Jetzt bin ich gespannt. Ach, wie baue ich das denn, um da runterzufallen? Gar nicht.